Also Leute, ich finde, nach der letzten Folge und Daniel Grangers krassen Push-Up hat er sich diese Krone mehr als verdient. Naja gut, dann betrachtet es einfach als meine königliche Halskrause. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Und ja, warum ich hier so abgehoben eine komische Krone um den Hals trage, die übrigens kaputt gegangen ist, ich weiß auch nicht wieso. Ja, wer das nicht mitbekommen hat, sollte sich die letzte Folge nochmal anschauen, denn ich habe eiskalt innerhalb von Wochen mein Level so sehr gepusht, dass ich dieses Level hier endlich bestehen konnte. Und das sogar ohne, dass ihr eine Pause hinnehmen musstet in diesem Let's Play. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich auf jeden Fall finde das. Und genau, wir werden heute auch weitermachen mit der Hauptstory. Denn die Finalaufgabe von Kapitel 52 steht an. Bin gespannt, was da passiert. Und vor allem geht es danach nahtlos weiter mit der Hauptstory, weil durch die lange Pause, die ich hatte, sind jetzt einige neue Kapitel veröffentlicht worden, was natürlich für mich ultra gut ist. Genau, aber wir beginnen eine Folge bekanntlich, das wird der langjährige Zuschauer hier wahrscheinlich schon wissen, mit einer Nebenaufgabe und diese Nebenaufgabe nennt sich Charlies Herausforderung mit Charlie treffen. Let's go. Ja Leute, was ich nicht alles für eine gute UTZ-Note tue. Hallo Charlie. Hallo Charlie, du scheinst heute sehr entschlossen zu sein. Daniel, wie schön, dass du hier bist. Ich könnte einen Trainingspartner gebrauchen. Training. So. Dinge, die Daniel Granger eigentlich gar nicht mehr braucht. Oder je gebraucht hat. Ich meine, hat das etwas mit Professor Kesselbrands Herausforderung zu tun? Allerdings. Professor Kesselbrand hat mir inzwischen die Details verraten. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich deine Hilfe brauchen werde, so als Mary Sue von Hogwarts und der geilste Typ in Hogwarts und so weiter und so fort. Ja, ist gut, Charlie, ich weiß Bescheid. Ich bin immer bereit, meinen Freunden zu helfen. Was für eine Herausforderung hat sich Professor Kesselbrand für dich ausgedacht? Ich werde dir alles erzählen, aber zuerst müssen wir Locomoto Mortis üben, den Beinklammerfluch. Den Beinklammerfluch? Dieser Fluch bindet die Beine des Ziels aneinander. Ach was. Der Beinklammerfluch bindet die Beine des Ziels an... Der Beinklammer... Wow. Daniel, das ist eine Erkenntnis. Wow. Haben wir ihn nicht im 5. Jahr gelernt? Doch, das haben wir. Aber Hogwarts Mystery, es sind keine neuen Zauber eingefallen, die wir so schnell machen könnten. Deswegen nehmen sie einfach irgendwas, was schon war und brühen das nochmal neu auf. Oder wir schreiben einfach dahin, aber wir müssen unsere Fähigkeiten verbessern, um diese Herausforderung zu bestehen. Es klingt besser. Übe mit mir, Daniel. Ich werde dir alles erklären. Ich glaube, da gibt's nichts zu erklären, Charlie. Ich weiß ganz genau, was hier gerade abgeht. Und ich weiß auch ganz genau, dass das die zweite 8-Stunden-Aufgabe von 2 ist. Eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit aktuell, dass es... Ich fühle mich hart verarscht. Let's go. Also ganz im Ernst, Leute, diese UTZ-Aufgaben sind die teuersten, die ich je in meinem Leben in diesem Spiel gesehen habe. Und ich habe die ganzen Dating-Events durchgemacht. Und die sind schon teuer. Das Spiel denkt sich so, ach ja, wir kommen jetzt langsam gegen Ende. Und wer bis hierhin dran ist, der wird auch hundertprozentig das Spiel durchspielen wollen. Also ist ja auch egal, wie teuer wir es machen. Das sind deren Gedankengänge, Leute. Ich habe sie durchschaut. Ja, Hogwarts Mystery Macher. Naja, bis gleich, Leute. So, nie enden wollende 2 Minuten später haben wir es damit auch fast geschafft. Man muss immer warten, bis die diese Animation abspielen und dann kann man erst das neu anklicken. Ich glaube, ich hab's fast geschafft. Ich überleg nochmal eben und damit haben wir die Aufgabe geschafft. Sehr schön, Leute. Und kriegen sogar eine Bonus-Schokofroschkarte. Geil. Einsammeln. Professor Kesselbrands Herausforderung besteht darin, einen Drachen zu bezwingen und seinen Körper zu vermessen. Ja, Matsch. Nee, Leute, ey, das brauche ich mir echt nicht antun. Macht's gut, tschüss. Hahaha.
Hättet ihr nicht gedacht, dass ich nochmal wiederkomme, ne? Aber mir ist eingefallen, dass ich ja Daniel Granger spiele und der Drache kein Hindernis darstellt, weil ich krass bin. Genau, also vermessen wir dann irgendwie so einen Drachenpenis, also Drachenkörper. Wir müssen den Beinklammerfluch üben, um den Drachen sicher und artgerecht bewegungsunfähig machen zu können. Ja, ich verstehe. Hat Professor Kesselbrand ein Rad ab? Ich verstehe langsam wirklich, warum der kaum noch Gliedmaßen besitzt. Hat Professor Kesselbrand eine bestimmte Art von Drachen genannt? Ja, er hat mir gesagt, wo ich einen walisischen Grünling im rumänischen Drachenreservat finden kann. Na, ist ja nett, wenigstens einen relativ ungefährlichen Drachen, der ist ja echt... Wow. Er bereitet sogar einen Portschlüssel vor, mit dem ich dorthin reisen kann. Und ich möchte dich gerne mitnehmen. Haben wir nicht schon einen walisischen Grünling im Reservat für magische Geschöpfe? Doch, aber wir vermessen die körperlichen Eigenschaften dieser Drachen ständig. Darum bevorzugt Professor Kesselbrand einen wilden Drachen für dieses Experiment, nicht einen ausgehungerten, den du nur alle paar Wochen fütterst. Ach so. Aber ich dachte, Drachen wären immun gegen die meisten Zauber. Drachenhaut ist wirklich sehr zäh, aber der Beinklammerfluch muss sie nicht durchdringen, um seine Wirkung zu entfalten. Darum ist diese Idee auch so clever. Ich verstehe. Das klingt, als hättet du und Professor Kesselbrand an alles gedacht. Ja, und zwar so sehr, dass es sich kaum noch wie eine Herausforderung anfühlt. Ich finde, ein walisischer Grünling ist ein zu einfaches Ziel, findest du nicht? Wow, ja, das ist zu einfach. Ach komm schon, das ist doch keine Daniel Granger-Antwort auf diese Frage. Real Talk? Ach Mann, ey. Da levelt man schon 3 Wochen irgendwie auf und ist immer noch nicht tapfer genug für diese... Ja, okay. Nein, einen Drachen bewegungsunfähig zu machen ist immer schwierig, egal welche Rasse. Das mag für die meisten Hexen und Zauberer so sein, aber nicht für uns, insbesondere dich, Daniel Granger. Wir sind Charlie Weasley und Daniel fucking Granger. Ja, da hat er recht. Ich habe mir Professor Kesselbrands Worte zu Herzen genommen. Es gibt immer Raum für Verbesserung. Denk darüber nach, Daniel. Nach unserem Abschluss werden wir keinen Unterricht, Prüfungen oder Schulbücher mehr haben. Dann sind wir auf uns ge... Was macht der da? Hallo, kackt der gerade? Kackt der gerade im Stehen? Was macht der da? Dann sind wir auf uns gestellt und nur noch wir selbst können uns herausfordern, damit wir uns verbessern. Was war das? Hä? Hat er gerade gefurzt oder was? Und darum möchtest du dir eine noch schwierigere Herausforderung ausdenken? Genau. Wenn ich mein Leben lang mit Drachen arbeiten möchte, muss ich mich dazu anspornen, zur Weltspitze zu gehören. Und dasselbe gilt für dich, Daniel. Gemeinsam werden wir alles bisher Dagewesene übertreffen, das habe ich schon. Was genau schwebt dir vor? Ich weiß noch nicht. Ich brauche etwas Bedenkzeit und melde mich bei dir, wenn ich mir einen Plan ausgedacht habe. Alles klar. Mit Charlie sprechen. Komm schnell in den Artefaktraum, um dir meinen Plan anzuhören. Alles klar, Charlie. Aber wir haben leider wichtige Hauptstory-Aufgaben, deswegen kommst du immer nur als Zweiter an zweite Stelle, ja? Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Gut, Leute, dann gehen wir es mal an. Die finale Aufgabe von Kapitel 52, Teil 4 von 4, Wiedervereinen am Schwarzen Seeufer. Leute, jetzt bin ich gespannt. Let's go. So, da sind wir am Seeufer. Und sind die 3 schon da? Ne, okay, nur 2. Okay, let's go. Ich habe Duncan mitgebracht. Echt? Wo denn? Er war nicht einfach zu überzeugen. Allerdings nicht. Aber hat aber eingewilligt mitzukommen, weil er ein paar Dinge loswerden möchte. Pip, ich sehe Duncan nirgendwo. Er war gerade noch hinter mir. Das schwöre ich. Das ist wirklich typisch Duncan, sich zu verspäten. Das war schon früher immer so. Wenn er sich überhaupt die Mühe gemacht hat zu erscheinen. Duncan hat ständig den Unterricht geschwänzt und trotzdem gute Noten bekommen. Bist du dir ganz sicher, dass er auftauchen wird, Daniel? Er wird auftauchen, er ist bestimmt zu wütend, er hat bestimmt kalte Füße bekommen.
Er wird auftauchen. Meine Überzeugungskünste sind auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Er wird auftauchen. Das hat er versprochen. Es sieht Duncan nicht ähnlich, sein Versprechen zu brechen. Auch wenn es schreckliche Versprechen waren, wie damals, als er versprochen hat, eine Schnecke zu essen, wenn ich in der Zauberkunstprüfung besser abschneide als er. Klar, Geister rennen auch. Genau, die schweben nicht, Leute, die rennen. Die haben sich... Ja, das haben wir schon öfter gesehen. Das ist einfach nur cringe. Du hast mich nur um einen halben Punkt geschlagen, Olivia. Und das auch nur, weil du den Professor so lange überredet hast, bis er dir zugestimmt hat. Wo warst du so lange, Duncan? Ich war kacke, ich wollte hören, was ihr über mich zu sagen habt. Ja, meine Meinung. Jacob, du siehst gut aus. Oh, danke. Insbesondere, weil du nicht tot bist. Du weißt schon, so wie ich. Also eine Drama-Queen ist er definitiv, Leute. Findet ihr diese Situation auch total unangenehm? Das geht nicht nur mir so, oder? Himmel, mir fällt nicht einmal ein Witz zur Auflockerung ein. Daniel, hilf mir! Scherzfrage über Geschöpfe, Klopf-Klopf-Klassiker-Weltraumwitz. Wollen die mich verarschen? Was für Weltraumwitz, was für Klopf-Klopf-Klassiker. Ja, komm, mach einen Klopf-Klopf-Klassiker. Klopf-Klopf? Wer ist da? Wampuskatze sagt. Wampuskatze sagt wer? Nein, eine Wampuskatze sagt Miau. Such gerade irgendwas, womit ich mir das Auge ausstechen kann. Wow. Es reicht, ich gehe. Dieser Witz war furchtbar. Mein Reden, ich komme direkt mit Duncan. Ich auch. Du verbringst viel zu viel Zeit mit Olivia, Daniel. Ach, jetzt lachen sie. Wow. Seht ihr? Es ist überhaupt nicht unangenehm. Das ist nicht meine Meinung. Ihr habt nur eine klare Auflockerung, kleine Auflockerung gebraucht. Danke, Daniel. Klar, aber kann mir jemand erklären, warum ich herkommen sollte? Das ist das erste Mal seit meinem Tod, dass ich das Schloss verlassen habe. Und ich bin garantiert nicht wegen der Aussicht hier. Jacob wollte, dass ich dich und Olivia herbringe, damit er sich mit euch beiden versöhnen kann. Ich wollte mich entschuldigen. Wofür denn, Jacob? Für alles. Du glaubst wirklich, dass mit einer Blanko-Entschuldigung einfach so alles gut wird? So hat Jacob es nicht gemeint. Gib ihm eine Chance, es dir zu erklären. Ich werde euch helfen und das Gespräch moderieren. Ihr alle habt es verdient, dass euch zugehört wird. Ja, allerdings, Leute, dann bin ich mal gespannt, ob sie mir jetzt schon wieder nach... Es ist einfach nicht zu fassen. Weißt du, sparst du einmal wirklich viele Energiepunkte und dann kommt Hogwarts Mystery wie so ein Rambock durch die Tür geprescht und ballert mir erstmal 8 Stundenaufgaben in den Ass wie sonst was. Naja, let's go. Ich meine, es ist immerhin auch eine Finalaufgabe, also deswegen sollte ich mich gar nicht so sehr wundern. Bis gleich, Leute. So, dann nochmal notieren und nochmal wundern und nochmal anhören und damit haben wir die Aufgabe geschafft. Sehr schön. Und nochmal eine Schokofroschkarte. Nice. Einsammeln. Alles, was euch beiden zugestoßen ist, war meine Schuld. Meine Besessenheit mit den Verliesen hat zu all dem geführt. Ich habe die Aufmerksamkeit von R auf uns gezogen und ich war der Auslöser dafür, dass wir angefangen haben, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. Es war meine Schuld, dass Duncan gestorben ist und dass Olivia ihre Erinnerungen verloren hat. Olivia? Duncan? Wollt ihr irgendetwas sagen? Es war nicht deine Schuld, dass ich meine Erinnerungen verloren habe, Jacob. Ich habe Rakepig selbst herausgefordert. Und ich kannte ihren Plan. Ich hatte sie belauscht und ich schwöre, dass ich es euch beiden erzählen wollte,
Aber dann... Dann bin ich gestorben? Ja, wenn ich schneller gewesen wäre oder dich davon abgehalten hätte, den Erumpentrank zu brauen, dann wärst du vielleicht noch am Leben. Nein, es ist meine Schuld. Oh, um Merlins Willen, keiner von euch beiden ist schuld. Danken. Du kennst die Geschichte, Daniel. R hat Jacob gezwungen, das Erlies im Wald zu suchen und hat mich gezwungen, einen besonders explosiven Erumpentrank zu brauen. Wenn jemand für meinen Tod verantwortlich ist, dann R! Ich erinnere mich. Ich dachte, du wärst wütend, weil Jacob an deinem Tod schuld war. Dabei lag es daran, dass er R nicht verraten und die Schuld auf sich genommen hat. Und dann hat er sich ihnen angeschlossen. Und jetzt hast du dich ihnen scheinbar schon wieder angeschlossen? Damit ist es vorbei. Unser Vater ist der Anführer von R. Er hat mich manipuliert. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Wollt's ja nur mal in den Raum werfen. Euer Vater steckt hinter dieser Sache? Beim Bate des Merlin Jacob. Er steht unter einem Fluch, aber darauf kommt es nicht an. Hä, war das jetzt ein Fakt? Ich dachte, das war noch eine Theorie. Ich glaube, wir sind zum Kern eurer Probleme vorgedrungen. Olivia und Jacob haben sich selbst die Schuld an Duncans Tod gegeben, aber Duncan hat keinen von euch beschuldigt. Duncan? Olivia? Ich hätte aufrichtiger sein sollen. Ich hätte bloßstellen müssen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Ich hoffe, dass ihr mir eines Tages verzeihen könnt. Ich habe dir schon gesagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Jacob. Danken. Na schön, in Ordnung. Entschuldigung angenommen. Aber nur, weil du dieses dumme Gesicht machst und weil Olivia aussieht, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Das stimmt nicht. Ich will einfach ganz weit weg, zu Penny. Ich bin froh, dass ihr drei einander wiedergesehen habt. Ich auch. Es ist schön, dass wir uns versöhnt haben und wieder miteinander reden. Oh! Mein Hogwarts-Brief. Werde ich jetzt etwa eingeschult? Was steht da? Merula möchte mit mir reden. Sie meint, dass es etwas mit meinem Vater zu tun hat. You make the hardest task look easy. Okay. Kapitel 52 abgeschlossen. Aller guten Dinge sind drei. 350 Münzen, 2000 Erfahrung und einsammeln. Und Levelaufstieg, nice. Kapitel 53. Ein unerwartetes Angebot. Jacob hat sich mit seinen alten Schulfreunden versöhnt, aber kurz darauf überbringt ihr Merula ein Angebot zur Zusammenarbeit von einem höchst unerwarteten Absender. Jetzt bin ich aber gespannt, welcher Absender das wohl sein mag, Leute. Ja, mit Merula treffen. Ich warte beim Bootshaus auf dich. Komm schnell, es ist dringend. Alles klar, Merula, machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bin ja quasi hier schon direkt in der Nähe. Ne, da wartet sie. Guck, sie winkt schon. Hi, Merula. Ja, Leute, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Deswegen seid da auch gerne mit am Start und lasst dieser Folge hier gerne einen Daumen nach oben da. Damit würdet ihr mich und meinen Kanal enorm unterstützen. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Weil, Leute, wir sind wirklich kurz vorm Ende. Und ihr seid alle live dabei. Und manche von euch vielleicht schon seit 5 Jahren. So alt ist das Spiel inzwischen. Der absolute Wahnsinn. Ich bin so verrückt, dass ich das bisher durchgezogen habe. 5 Jahre. Ich glaub das nicht. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Tschüss.